Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession, eine sehr präzise Berechnung. Aber nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, das ist anderes als in einem westlichen Horoskop. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Liebe Eurana, ich grüße dich. Das ist dein Horoskop-Analyse Teil 2. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeuten die 12 Lebensbereiche. Und jetzt kommt auf das Wesentliche, nämlich dein Geburtshoroskop. In Mitte befindet sich ein Engel. Nach Kabbalah wird jeden Tag ein Engel zugeordnet. Und in deinem Geburtstag, also in dem Tag, wo du geboren bist, herrschte in diesem Tag Engel Nechael. Und Engel Nechael hat die Zahl 21. Und das ist dein persönlicher Schutzengel. Engel Nechael ist Engel der Allwissende. Engel die Erkenntnisse. Vermittelt uns Verantwortungsgefühl für unsere Handlungen. Hilft uns bei Lernen und etwas erlernen, Wissen aneignen und Wissen vermitteln. Schützt uns von Ahnungslosigkeiten, schützt uns vor Gefahren und schützt uns vor negativen Gedanken oder negativen Einflüssen. In diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ich könnte sagen, dein ersten Atemzug ist die Tierkreiszeichen Krebs in Osthorizont aufgestiegen. Das war die erste kosmische Energie, der dich begrüßt hat hier auf dem Erdenleben und begleitet dich bis zu deinem Lebensende, weil du bist ein Kind davon. Die Tierkreiszeichen Krebs gehört zum Wasserelement und Wasserelement symbolisiert die Gefühle. Also du bist sehr gefühlsvoll, mütterlich, hilfsbereit, mitfühlend und du nimmst deine Umgebung, die Welt mit Gefühlen wahr. Über die Tierkreiszeichen Krebs herrscht Mond und du hast einen sehr innigen Bezug zum Mondenergie und bist du auch feinfühlig, immer wenn es um Gefühle geht, aber auch für Mondeinfluss. In deinem Geburtshoroskop befindet sich Mond im 10. Lebensbereich, das heißt, für dich persönlich ist dieser Lebensbereich sehr wichtig. Und das ist Ansehen, Anerkennung zum Bekommen, etwas erreichen im Leben. Und hier liegt auch die Berufung. Weil die Herrscher steht in deinem Geburtshoroskop hier im höchsten Punkt des Horoskopes. Also für dich persönlich ist das ein sehr wichtiger Lebensbereich. Die Tierkreiszeichen Krebs ist nicht nur feinfühlig, sondern hat ein Feingespür, die Zeit, die richtigen Augenblicke im Leben erkennen. Wann ist der richtige Augenblick zum Handeln? Wann ist besser eher zurückhaltend sein und abwarten. Also höre auf deine Intuition. Der zweite Lebensbereich steht für Werte
Wertschätzung und Selbstwertgefühl, aber auch für Finanzen. Dieser Lebensbereich befindet sich bei dir, die Tierkreiszeichen Löwe. Die Löwe liebt das Gold, die Glanz, die Luxus. Und das ist ein Hinweis, dass du gerne da Geld ausgibst. Die dritte Lebensbereich ist im jungen Jahren die Schule. Später bedeutet das Wissen vermitteln, Wissen aneignen, ein Austausch von Informationen und Nachrichten. Hier ist auch Internet, Medien, dieser Bereich. Aber auch die Verbindung zum Verwandten, Bekannten, Nachbarn, vieles Neues entdecken in vertrauter Umgebung. Dieser Lebensbereich herrscht die Tierkreiszeichen Jungfrau. Da bist du sehr, sehr wählerisch und eher zurückhaltend. Dann sind wir in den tiefsten Punkt des Horoskopes und das vergleiche ich immer mit einem Baum und das würde bedeuten, hier ist die Wurzel des Baumes und das gibt Halt, eine Struktur, eine Basis, ein Fundament und auf diesem Basis kann man bauen. Und hier in diesem Bereich sind unsere Vorfahren, unsere Herkunft, unsere Traditionen und unserem Zuhause und alles, was mit Immobilien zusammenhängt, das ist in diesem Lebensbereich zugeordnet. Und hier ist die Tierkreiszeichen Waage. Waage ist schön, ästhetisch und das ist für dich sehr, sehr wichtig, ein schönes Zuhause zu haben. Die fünfte Lebensbereich sind die Kinder und das zeigt unserem Kinder, unserem Enkelkinder, aber auch die Erinnerungen unserer eigenen Kindheit. Und hier können wir auch mal nachdenken, auf unserem inneren Kind auch mal achten, dass wir uns innerlich stärken und immer wieder sagen, ja, das hast du gut gemacht, ich bin ganz stolz auf dich. Hier befindet sich die Tierkreiszeichen Skorpion und das kennt natürlich auch die Tiefe, auch Schmerz. Also die Kindheit ist mit Schmerz verbunden und hier ist der Prozess der Transformation. Viele Erinnerungen, was mit Tränen verbunden sind, loslassen, damit wir in Energie bleiben, im inneren Kraft bleiben. Skorpion steht auch für Sexualität und diesem Lebensbereich ist nicht nur der Bereich der Kinder, sondern das schöpferische Kraft und auch Lebensfreude. Die sechste Lebensbereich liegt Arbeit, Pflichten und Gesundheit. Und hier herrscht die Tierkreiszeichen Schütze und das zeigt, dass du immer wieder mal Veränderungen hast oder dich begeistert mal was anderes. Das ist einiges in Bewegung, du magst auch nicht monotonen Arbeit. Schütze steht auch zum Ausland, das könnte auch sein, dass du im Ausland arbeitest oder Kontakte hast oder in einer Firma, was mit Ausland, mit Reisen etwas zu tun hat. Aber im Bereich Sport wäre auch eine Richtung. Wenn du das anschaust, dein Geburtsmoment, das ist die Osthorizont. Im selben Moment steigt im Westhorizont etwas nach unten und geht auf das Unbewusste. Und hier im Westhorizont ist dann ein Spiegel. Und in dem Moment, wo wir geboren sind, sehen wir in diesem Spiegel etwas. Weil dann sind wir in gleichen Augenhöhe. Und in diesem Spiegel erblicken wir unseren Seelenpartner. Später steigt das nach unten, das ist wie Sonnenuntergang, geht alles auf dem Unbewussten. Und bis dritte Lebensjahr haben die Kinder noch Erinnerungen, später ist es alles im Unbewussten. Aber in unserer Seele ist auf die Suche nach dem Seelenpartner oder Seelenpartnerin. Und diesen Lebensbereich
ist die Partnerschaft und in dein Horoskop ist hier die Tierkreiszeichen Steinbock. Und das bedeutet, in jungen Jahren hast du Lebenserfahrungen gemacht in Liebe, Partnerschaft. Das war nicht ganz einfach. Vielleicht hast du Lernaufgabe gehabt, aber diese Steinbock-Energie bringt dir die Sicherheit, Stabilität und mehr Glück in zweiten Lebenshälfte. Dann kommt die achte Lebensbereich, das ist das Bereich, das nennt man Tod. Natürlich hat das auch mit Todesfall und auch mit Erbschaft auch was zu tun, aber eher beschreibt das Loslassen, etwas absterben lassen, damit etwas Neues entstehen kann. Das ist die Wandlung. Dieser Lebensbereich ist die Tierkreiszeichen Wassermann. Neunter Lebensbereich ist eine große Reise, zeigt auch Ausland, Auslandskontakte, aber bedeutet auch eine innere Reise, Erkenntnisse gewinnen, verstehen die Zusammenhänge im Leben, die Suche nach Gott, nach Göttlichen. Und hier herrscht die Tierkreiszeichen Fischen und das hat schon was Göttliches in sich, weil dieser großartige Glaube ist in Tierkreiszeichen Fischen. Hier ist auch die Reichtum verborgen. Aber beachte, dass diese Tierkreiszeichen aus zwei Fischen besteht. Die eine Richtung ist die ständige Unsicherheit, Zweifel und Angst, Zweifel an allem und es blockiert, es macht unbeweglich. Und dann haben die Fischen geboren, eher dieses Selbstmitleid. Die andere Richtung liegen die Träume. Und es kommt von Neptun Einfluss, weil Neptun herrscht über die Tierkreiszeichen Fischen und Neptun steht für unsere Träume, unsere Visionen. Und das ist wichtig, auch mal ernst zu nehmen, einen Traum zu haben, eine Vision, eine Vorstellung zu haben. Hier ist die Vorstellungskraft. Wenn wir aber daran zweifeln, dann werfen wir das weg, sondern hier ist wichtig, an diesem Traum vertrauen und daran glauben und dann loslassen und geschehen lassen. Und das bedeutet Vertrauen, das Fluss des Lebens. Es ist ein großartiger Glaube. Glaube an uns selbst, Glauben an die Liebe, Glauben an unsere Träume, auf unsere Vorhaben, an unsere Ziele und Glauben an Gott. Weil hier kommen wir auch an dem Göttlichen auch in Verbindung. In höchster Punkt des Horoskopes ist die Tierkreiszeichen Widder. Und Widder zeigt Kraft und Mut und das hast du auch, deine Ziele zu erreichen, beruflich dich zu behaupten. Im 11. Lebensbereich liegen die Hoffnungen und Wünsche, aber auch die Freundschaften, die sozialen Kontakte. Hier ist die Tierkreiszeichen Stier. Es ist ruhig, gemütlich und das kannst du wirklich genießen. Dann sind wir im 12. Lebensbereich, das sind die tiefen Geheimnisse des Lebens. Und hier ist auch die psychische Ursache an Erkrankungen, hier liegen die Geheimnisse, auch die geheimen Feinde. Und hier ist die Tierkreiszeichen Zwillinge. Die Tierkreiszeichen Zwillinge bestehen auch aus zwei. Und die eine nennt man Castor, das ist das Menschliche in uns. Und die andere ist Pollux, das ist das Göttliche oder unsere Seele. Und unsere Seele ist ein Teil von der göttlichen Schöpfung. Und hier kommt bei den Zwillingen das in Verbindung, die beiden. Es ist ein höheres Bewusstsein. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Krebs, nein, Aszendent ist Krebs, Moment, Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen, genau, Sonne ist in Tierkreiszeichen Fischen, im 9. Lebensbereich.
Hier findest du dein Selbst. Aber achte drauf, ich kann das nur wiederholen, die tierkreiszeichnenden Fischen bestehen aus zwei Fischen und sie schwimmen in verschiedenen Richtungen. Die eine Richtung ist die Angst und Zweifel und Unsicherheit und das blockiert. Und es ist wichtig, umdrehen und die andere Richtung schwimmen, die Träume zu leben, das Vertrauen, daran glauben und dann loslassen, geschehen lassen, nicht aufgeben, immer daran glauben. Hier ist der Reichtum verborgen, nicht nur die finanzielle Reichtum, sondern auch die inneren Reichtum. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Und das ist für dich ein sehr wichtiger Lebensbereich, weil du hast Aszendent Krebs und über den Krebs herrscht Mond und zeigt dir, dass hier für dich persönlich sehr wichtig sein wird, deine Berufung zum Leben, Anerkennung bekommen, Ansehen, erreichen deine Ziele. Merkur befindet sich auch in Tierkreiszeichen Fischen im Grenzbereich zwischen 8. und 9. Lebensbereich, exakt hier im Grenzbereich, aber noch im Fischen, weil exakt im Grenzbereich liegt, Merkur herrscht hier im Horoskop in zwei Lebensbereichen, einmal das 8., einmal das 9. Einmal hier die Transformation und hier auch die Reise, die große Reise, auch Ausland, Auslandskontakte. Bei Merkur Einfluss kann auch Fremdsprachen sein. Venus ist die weibliche Energie. Venus verkörpert alles, was schön ist. Schönheit, Kunst, Kreativität und Harmonie ist eine weibliche Energie und symbolisiert unsere Weiblichkeit. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Stier im 11. Lebensbereich. Das ist eine sehr starke Position für Venus, weil Venus herrscht über die Tierkreiszeichen Stier, also in ihrem eigenen Königreich, kann man sagen. Das heißt, Venus kann sich wunderbar hier entfalten. Und daran liegen auch deine Hoffnungen und Wünsche. Und das bekommst du auch, das kannst du erreichen. Aber bedeutet auch schöne Freundschaften. Könnte sogar ein Hinweis sein, dass du was organisierst oder gründest eine Gruppe, was mit Kunst etwas zu tun hat. Mars ist der Kraft, was alles in Bewegung setzt, aber bedeutet auch der Mann, weil Mars ist eine männliche Energie. In dein Horoskop befindet sich Mars in Tierkreiszeichen Waage und das im 4. Lebensbereich. Mars fühlt sich nicht besonders gut im Waage. Wenn das um Kunst und Kreativität oder um Selbstständigkeit geht, und hier im häuslichen Bereich könnte das auch Innenarchitektur sein, dann kannst du deine Kraft voll und ganz für die Sache einsetzen. Dann hat Mars hier eine gute Position. Wenn das um die liebe Partnerschaft geht, dann liebst du einen Mann, der schön aussieht, achtet auf das Äußere und könnte sein, dass er Künstler ist. Aber wenn das darum geht, dass du dich behaupten musst im Leben und dich durchsetzen im Leben, dann ist das sehr schwierig in Waage. Weil die Waage möchte harmonisch alles regeln und manchmal ist es unpassend. Und wenn du mal Wut hast und möchtest das mal so direkt sagen und Mars gibt dir den Impuls, dann bereust du das alles und entweder entschuldigst dich dafür
oder hier im häuslichen Bereich kann bedeuten, du ziehst dich zurück. Jupiter zeigt unsere Größe. Jupiter bringt auch Glück im Leben, schenkt uns Optimismus. Jupiter vertritt auch die Gerechtigkeit. Jupiter ist im Krebs und befindet sich in dein Aszendent. Das heißt, Jupiter begleitet dich von Geburt bis zu dein Lebensende, steht immer hinter dir. Das ist ein sehr guter Einfluss, weil Jupiter bringt wirklich Glück im Leben, aber manchmal neigt dazu, etwas übertreiben. Und im Krebs handelt es sich um Gefühle, die Empfindlichkeit, und das kann bedeuten, dass du das bisschen übertreibst und fühlst dich verletzt, tödlich beleidigt, und dann mit Krebsenergie ziehst du dich zurück. Manchmal kommt die Mars im Vorschein, dann bereust du das auch und dann ziehst du wieder zurück. Weil hier ist die Mars-Energie im häuslichen Bereich. Saturn ist der Planet zu unserem Schicksal, korrigiert etwas in unserem Schicksal und belehrt uns auch. Saturn ist in Tierkreiszeichen Fischen im 9. Lebensbereich. Hier hast du eine große Reise. In Tierkreiszeichen Fischen würde ich sagen, das ist eine innere Reise. Spiritualität, die Kreativität, Kunst und das, was du lebst. Beide Seiten ist hier sehr stark ausgeprägt. Auch die künstlerische Begabung, aber auch die Spiritualität. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Uranus befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe und hat einen Einfluss auf den 2. Lebensbereich, auch auf den Finanzen. Uranus ist ungewöhnlich und kommt sein Einfluss plötzlich unerwartet. Und das kann dazu führen, dass du unerwartet zum Geld kommst, Gewinnchancen natürlich. Zurzeit hast du gute Einfluss, guter Uranus-Einfluss, weil Uranus befindet sich zurzeit in Tierkreiszeichen Widder und Widder gehört zum Feuerelement und Löwe ist auch Feuerelement. Das heißt, sie stehen momentan in einer guten Verbindung, ein guter Uranus-Einfluss hast, was zum Gewinnchancen so unerwartete oder könnte sogar bedeuten, dass du Geld findest, kann deinen Finanzen beeinflussen. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Hier im Bereich der Kinder. Und das heißt, wieder diese künstlerische Begabung, weil die 5. Lebensbereich liegt die schöpferische Kraft, etwas schöpferisch gestalten. Und Neptun zeigt unseren Träume. Und du hast als Fischengeborenen eine sehr innige Verbindung zum Neptun, weil Neptun herrscht über die Tierkreiszeichen Fischen. Also du stehst so persönliche Verbindung zum dieser Neptun-Energie. Außerdem, die Tierkreiszeichen Fischen und Tierkreiszeichen Skorpion haben eine harmonische Verbindung, weil beide Tierkreiszeichen gehört zum Wasserelement. Also entsteht Harmonie und das ist deine Inspiration, deine Intuition, deine künstlerische Begabung und deine Aufgabe ist das Gestalten. Pluto zeigt die innere Kraft und auch belehrt uns, wie können wir von vieles loslassen, verabschieden, all das, was diese Kraft raubt. Das ist eine Art auch Transformation
Und so bleibt Pluto in Macht. Und Pluto steht für die Finanzen. Hier geht es ein Prinzip, alles oder nichts. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser, was die Mondbewegung symbolisiert. Das heißt, diese 12 Tierkreiszeichen sind noch unterteilt in kleineren Abschnitte, was die tägliche Mondbewegung ausmacht. Und diesen kleineren Abschnitte gibt Einflüsse von Fixsternen. Und das, was diese Mondhäuser beschreibt. Dein Aszendent im Krebs steht in ein Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Punarvashu und wird von Sirius bestrahlt. Sirius ist einer von den hell leuchtenden Sternen im Himmel. Ich glaube sogar die hellste Stern überhaupt. Wie ein Diamant leuchtet im Himmel. Sirius wurde bei den Ägyptern verehrt und zeigt die Richtung Nordpol. Sirius selbst befindet sich im Sternbild Kleine Hund, das sind die Hunde von Orion, und dieser Sirius, dieser kleine Hund, zeigt die Richtung und die Richtung ist der Nordpol. Und das ist für dich wichtig, diese Glanz zu kommen. Immerhin beeinflusst dein Aussehen. Die ersten Lebensbereich hat eine Wirkung auf unserem Aussehen, auf unserem Auftreten. Und das ist wie ein Diamant, leuchtet über dir. Und das ist das eine, wo du damit bewusst sein sollst und auch die Richtung bestimmen in dein Lebensweg. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen und das ist die letzte Mondhaus und diese letzte Mondhaus heißt Revati und zeigt etwas zum Abschluss bringen, etwas vollenden. Und das ist für dich auch wichtig, wenn du schon Ziele hast oder Träume hast und möchtest das verwirklichen, dann nicht aufgeben, sondern mit diesem Sonnenkraft, was auch unserem Lebensenergie ist, das zum krönenden Abschluss bringen. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Widder und dieser Mondhaus heißt Ashwini und hat mit Heilung etwas zu tun. Mond symbolisiert deinen Gefühlen, dein Unbewussten und steht in Verbindung zu deiner Mutter. Es kann sein, dass hier du selbst auch Heilung brauchst. Deinen Gefühlen heilen kann auch Mutterthemen sein. Aber hier, gerade wo um die Berufung geht, wäre eine Richtung Heilung auch gut geeignet. Wobei ich sehe auch die künstlerische Begabung und auch die Spiritualität. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Waage und dieser Mondhaus heißt Chitra und heißt Balancepunkt. Und das ist für dich sehr wichtig, wenn das um Mars-Energie handelt, wenn du dich einsetzt für etwas oder zeigst du Kraft oder möchtest du dich behaupten, dann kannst du, wenn du die inneren Gleichgewicht hast, weil dann hast du diese Kraft, dich durchsetzen. Wenn das um die Liebepartnerschaft geht und Mars ist der Mann, brauchst auch die Gleichgewicht, auch die Gerechtigkeit in die Partnerschaft. Das Nehmen und Geben immer im Gleichgewicht halten. Dieser Mondhaus Chitra wird von Spica bestrahlt. Dieser Stern Spica wurde bei Römer verehrt und das ist die Weizenehre der Jungfrau. Spica bestrahlt auch Jungfrau, aber auch Waage. Und die Weizenehre der Jungfrau bedeutet Ernte. Alles, was du in diesem Bereich vorhast, im häuslichen Bereich, oder in Partnerschaft vorhast, das trägt Früchte.
Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen und dieses Mondhaus heißt Purva Patra und wird von Pegasus bestrahlt. Merkur symbolisiert auch deine Kindheit und Jugend. Und ich erzähle die Geschichte dazu. Was ist dieser Pegasus? Diese Geschichte kommt von klassischen griechischen Mythologie. Es gab eine Königin Cassiopeia. Und Cassiopeia prahlte überall, dass ihre Tochter Andromeda sei die schönste, sie ist schöner als die Meeresjungfrauen. Und die Meeresjungfrauen haben sich beschwert bei Gott des Meeres, und das ist nichts anderes als Neptun oder Poseidon. Und Poseidon wurde dann zornig und schickte den Walfisch, diese Seeungeheuer, im Königreich Cassiopeia zu bestrafen. Dieser Walfisch kam an und dachte, nun gut, warum sollte ich das machen, was Poseidon sagt? Ich bestrafe nicht die Königin, ich nehme einfach Andromeda, die Königstochter. Und so hat auch getan und dieser Seeungeheuer fesselte Andromeda auf einen Felsen. Und Andromeda hatte Angst gehabt. Andromeda sah auch Medusa. Und Medusa war die Furchterregende mit ihren Schlangenhaaren. Und die Geschichte erzählt, dass jede, der Medusa erblickt, bekommt Angst, wird unbeweglich wie ein Stein. Und so fühlte sich Andromeda in dieser Situation. Bis dann Perseus kam und Perseus befreite Andromeda und die beiden haben sich verliebt. Und Perseus hatte ein Schwert und tötete Medusa. Und in diesem Moment, wo Perseus Medusa tötete, wurde von Medusas Leib, vom Mutterleib, Pegasus geboren. Und Pegasus ist ein Pferd, ein weißes Pferd mit Flügeln, also könnte fliegen. Und das war die Befreiung vom Mutterleib, endlich könnte durchatmen und fliegen. Und diese Geschichte hat einen Einfluss auf durch Merkur-Energie auf deine Kindheit und Jugend. Und wenn das später um Kommunikation handelt, weil Merkur ist nicht nur ein Symbol für Kindheit und Jugend, sondern auch vertritt die Handlungen und Kommunikation. Fühl dich frei, wenn das um die Sprache geht oder um deine Handlungen geht oder Wissen zum Vermitteln. Fühl dich nicht in die Enge. Und diesbezüglich kann sein, dass du hier Mutterthemen hast. Jupiter befindet sich in Krebs, hier im Aszendent und im selben Mondhaus als dein Aszendent. Und dieses Mondhaus heißt Punarvashu und wird von Sirius bestrahlt. Diese glänzende, hell leuchtende Stern wie Diamant. Das ist deine Größe, das zeigt dir Jupiter. Venus befindet sich im Stier und dieses Mondhaus heißt Kritika und wird von Plejaden bestrahlt. Die Plejaden sind sieben Geschwister und sie weinen. Die nennt man auch als Regengeschwister. Und genau diese Geschichte beschreibt Frau Holle. In diesem Mondhaus entscheiden wir in unserem Leben, sind wir die Verlierer im Leben und haben Tränen, die Traurigkeit, oder sind wir die Gewinner im Leben und haben die Freude der Tränen. Wie bei Frau Holle sind wir die Goldmarie um
im Leben und regnet Gold, oder sind wir die Pechmarie im Leben und regnet Pech. Und das erlebst du im Freundeskreis und in die Liebe, weil Venus hat auch einen Einfluss auf die Liebe auch. Das liegt in deiner Einstellung. Saturn befindet sich in Fischen, im Mondhaus, Uttarapadra, und belehrt dich, reinigen die Gefühle und Gedanken. Ein ständiger Reinigungsprozess. Und dann kommst du im inneren Gleichgewicht und wirst du erleben, das Nehmen und Geben hat dann auch einen Sinn. Uranus befindet sich im Löwe und dieser Mondhaus heißt Uttarapalguna und zeigt auch die Ernte. All das, was du vorhast, diese Veränderungen, trägt Früchte, du erntest es auch. Und du sollst beide Seiten die Münzen anschauen und das wirkt im Finanzbereich. Also Ausgabe, Einnahme, beide Seiten kümmern, beide Seiten anschauen. Aber du wirst hier Gewinne machen, es trägt Früchte. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Hier hast du eine Art Wandlung. Und das hat mit Kindheit auch etwas zu tun. Und dieser Mondhaus heißt Vishakha. Diese Vishakha ist eine Feuergöttin und zeigt auch die Reinigungsprozess, die Transformation. Das heißt, alles verbrennen, hinter dir lassen, was dich stört, was dich belastet. Auch Angst oder Zweifel, aber auch Erinnerungen, schlechte Erinnerungen. Alles hinter dir lassen und dann kommt die reinigende Wirkung dieser heiligen Feuer, weil Vishakha ist eine Göttin im Tempel und zeigt diese heiligen Feuer. Pluto befindet sich im Tierkreiszeichen Löwe im Mondhaus Purva Palguna und das bedeutet für dich etwas reifen lassen, geduldig zu sein und dann kommt die Vollendung und wirkt hier im zweiten Lebensbereich. Das handelt sich mit deinen Werten oder Wertschätzung und das auch Verlangen von anderen und auch um die Finanzen. Es gibt zwei Mondknoten. Einmal Ketu und zeigt die alten Karma. Und dein Ketu befindet sich in Tierkreiszeichen Waage, hier in diesem Bereich. Hier hast du alten karmischen Erinnerungen. Das Mondhaus heißt Swati. Dieses Wort kommt von Sanskrit und bedeutet Swa selbst. Ati bedeutet Seele, dein Selbst zu leben. Und um deine Seele kümmern. Immer wieder mal zurückziehen, meditieren, weil das gibt dir die innere Kraft, die innere Stärke. Und Mars bedeutet auch Kraft. Und du brauchst immer wieder den Rückzug zu Hause zu sein, ausruhen, damit du in diesem Kraft auch bleibst. Rahu ist die neue Richtung, was die Seele ausgesucht hat, Erkenntnisse gewinnen, ein Neuland erobern. Das ist die Sehnsucht, in diese Richtung zu bewegen. Rahu befindet sich hier oben im Widder und dieser Mondhaus heißt Parani und das hat mit Mutter Erde was zu tun, also mit Mütterlichkeit und mit Geburt etwas zu tun und das würde für dich wie eine Neugeburt bedeuten, wie eine neue Identität, einen anderen Selbstbewusstsein. Diese Planeten und Sonne und Mond, sie verbinden sie sich auch. Das ist wie ein Netzwerk. Und jetzt schauen wir die Verbindungen an. Die Mondenergie hat eine Spannung auf dein Aszendent. Hier bist du als Kind. Hier oben sind die Erwartungen von anderen in jungen Jahren. Und auch das Mutterbild hier, da sind Einschränkungen da und das kommt von deiner Kindheit. Merkur bestrahlt sehr schön
dein Aszendent und Jupiter, also da ist eine sehr schöne Verbindung von Merkur. Und Merkur ist dein Wissen, deine Intelligenz und zeigt auch deine Kindheit, aber auch die Handlungen und die Gespräche. Merkur unterstützt dich, dass deine Persönlichkeit hier zum Ausdruck kommt. Merkur zeigt auch jugendliche Ausstrahlung oder jugendliches Aussehen. Und hier bei Aszendent handelt es sich auch um das Aussehen. Mond verbindet sich sehr schön mit Neptun. Und das bedeutet, wenn du mit jemand sprichst, Merkur ist der Planet der Kommunikation, dann kommt die Mondenergie dazu, das zeigt Gefühle, du bist sehr verständnisvoll, gefühlsvoll, sehr mütterlich und das merken die anderen auch. Jupiter und Venus verbindet sich sehr schön und das bringt dir Glück in dein Liebesleben oder Glück in deine Weiblichkeit, dass du eine schöne Frau bist. Mond und Venus verbindet sich auch sehr schön. Das ist auch eine harmonische Verbindung. Und das bedeutet, du hast auch ein schönes Innenleben. Mond symbolisiert auch die Seele, das Inneren. Und mit Venus ist das schön und angenehm und harmonisch. Dann hast du eine interessante Verbindung zwischen Mars und Venus. Und das sind die beiden Liebesplaneten. Und diese Verbindung heißt Quinkungsaspekt. Das ist gar nicht einfach zu erklären, aber ich versuche es. Stell dir vor dir ist ein Pendel und dieser Pendel bewegt sich nicht. Und jemand fragt dich, du sollst beschreiben, welche Richtung wird dieser Pendel ausschlagen. Dann würdest du sagen, ja, ich weiß es nicht. Man kann nicht wissen. Und genau das ist diese Verbindung zwischen Mars und Venus und du erlebst das in Liebesleben. Dein Inneren weiß gar nicht, was dann kommt. Und dann entsteht eine gewisse innere Unsicherheit. Und das kommt daher, weil du in jungen Jahren diese Erfahrungen gemacht hast. Hier auch Steinbock, was auf die Partnerschaft wirkt und das im ersten Lebenshälfte ist es gar nicht einfach und durch diese Erinnerungen entsteht diese Ungewissheit oder sogar Zweifel. Und das erlebst du in die Liebe-Partnerschaft. Liebe Eurana, das war diese Geburtshoroskop-Analyse. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.